Wenn es euch noch nicht reicht, eure analogen M42-Objektive an digitalen Canon EOS-Kameras zu benutzen und wenn ihr wirklich Objektive haben wollt, die aus der allerersten Generation der Spiegelreflexfotografie stammen, dann bleibt dran, denn heute zeige ich euch, wie ihr sogenannte Deckel-Lock-Bajonett-Objektive an eurer digitalen Canon EOS benutzen könnt. So, da haben wir schon alles, was wir brauchen, unsere Canon Digitalkamera. Übrigens müsst ihr darauf achten, dass ihr eine APS-C bzw. EFS-Kamera habt, denn auf Canon Vollformat funktioniert das hier nicht so ganz so gut und die Gefahr, dass der Spiegel von hinten gegen das Objektiv schlägt, ist einfach zu groß. Wenn ihr also eine Canon Vollformat adaptieren wollt, könnt ihr hier leider sofort ausmachen. Solltet ihr jedoch auch eine APS-C-Kamera haben, da ist alles in Ordnung. Dann benötigen wir den Adapter, den hier habe ich für 20 Euro von eBay und natürlich unser DKL-Objektiv. Das erste, was wir machen ist, wir nehmen unser DKL-Objektiv und zwar haben die ihren Lock hier unten. Dann drücken wir unten die Taste und drehen das Objektiv ab. Dann nehmen wir das, stellen das so hin, natürlich stellen wir das nicht auf die Linse, sondern stellen das so hin, dass das nicht wegrollt. Das hier vorne ein Berg- und Talobjektiv hat mit diesen Einbuchtungen, brauchen wir auch keine Angst zu haben, dass es wegrollt. Danach nehmen wir uns einen Blasebalg, machen das Objektiv einmal gründlich sauber. Denn je nachdem, wo euer analoges Objektiv herkommt, kann es schon mal sein, dass das ziemlich dreckig ist. Und wie jeder weiß, bei Digitalkameras kann man nicht einfach die Rückwand aufmachen und alles sauber machen. Wenn da einmal hinten in die Mechanik und in den Sensor irgendwelcher Staub kommt, dann kriegt man den auch nur sehr schwer wieder raus. Und eine professionelle Sensorreinigung ist echt teurer, als hier einmal kurz mit einem Blasebalg drüber gehen. Dann gucken wir uns unseren Ring hier etwas genauer an. Hier haben wir jetzt unseren Adapter mit den ganzen Blenden. Den stellen wir am besten hier auf 22. Das ist übrigens auch der Grund, warum dieser Adapter mit 20 doppelt so teuer ist als die Adapter, die ich sonst vorstelle. Denn hier muss noch eine Mechanik eingebaut werden, um die Blenden einstellen zu können. Dann gucken wir uns, wo ist an dem Adapter vorne der rote Punkt. Nehmen wir uns unser Objektiv. Habe ich direkt richtig gegriffen. Wir sehen den roten Punkt. Roten Punkt auf roten Punkt. Eine Drehung, ein Klicken und es sitzt. Dann gucken wir, ob die Blenden richtig übertragen werden. Wenn sich hier diese beiden roten Pfeile bewegen, wenn man hier am Blendenring dreht, dann ist alles in Ordnung und das gute Stück ist bereit, um an unsere EOS-Kamera adaptiert zu werden. Dann nehmen wir uns unsere EOS-Kamera und ich schätze, ihr solltet wissen, wie ihr hier das Objektiv abbekommt. Diese Taste drücken, Objektiv drehen, abnehmen, vorsichtig weglegen. Genau, weil das kein Berg- und Talobjektiv ist, wackelt das jetzt ein bisschen. Ich finde das echt schade, dass die ganze Kamerawelt auf diese runden Fokusringe gegangen sind. Und wir sehen hier vorne den roten Punkt. Nehmen uns hier den roten Punkt am Objektiv. Stülpen das beides übereinander. Drehen. Warten aufs Klicken. Und wir haben ein uraltes DKL-Deckel-Lock-Objektiv an unsere digitale Spiegelreflexkamera adaptiert. Jetzt habt ihr allerdings mit ein paar Einschränkungen zu kämpfen. Und zwar hat dieses Objektiv natürlich keinen Autofokus, denn der wird erst gut 40 Jahre später erfunden. Außerdem könnt ihr jetzt hier die Programmautomatik nicht mehr benutzen, sondern seid darauf angewiesen, entweder AV oder in M zu arbeiten. Wenn ihr also euch noch nicht so gut mit dem Belichtungssystem auskennt, ist das hier nichts für euch. Zudem muss die Blende natürlich hier vorne am Objektiv eingestellt werden. Das Ganze macht aber gar nichts und zwar haben wir dadurch noch einen riesigen Vorteil. Denn diese zwei roten Pfeile hier sind nicht zum Spaß da, sondern zeigen uns wirklich die Tiefenschärfe an. Wenn wir jetzt hier drauf gucken, sehen wir, es wäre jetzt alles von 3 Meter bis nach weit hinter unendlich scharf. Das bedeutet, wir hätten eine riesige Menge an verschwendeter Schärfe. Wir nehmen also unsere unendlich und tun die auf den roten Pfeil. Und sehen, jetzt hätten wir im Bild alles von unendlich bis 1,70 Meter scharf und damit eine enorme Tiefenschärfe für das ganze Bild. Wenn wir bei Landschaftsfotografie jetzt aufpassen, dass uns nichts unter 1,70 ins Bild gerät, das passiert ja schon mal mit Boden oder sowas, dann haben wir hier eine durchgehend scharfe Landschaft und das mit einem ziemlich alten Objektiv. Natürlich ist Blende 22 hier eine totale Stativoption. Aber gucken wir mal, wie das Ganze bei Blende 8 aussähe. Da gucken wir mal unendlich auf den einen Pfeil. Und wir landen bei 3,90 Meter in etwa. Wir können natürlich auch für Nachfotografie hergehen und uns alles von 1 Meter bis 1,30 Meter ins Bild holen. Und damit kommen wir zu einem der Nachteile der Objektive, und zwar ist 1 Meter eine ziemlich weit entfernte Nahdistanz. Nur zum Vergleich, das Canon 50mm f1.8 hat ja 49 cm. Das ist halt der Nachteil dieser alten Objektive. Zudem kann es hier zu Überstrahlungen kommen und leider sind die auch
bei Offenblende. Hier ist es eine 2.8. Etwas matschig, das heißt, die müsst ihr schon gut abblenden. So, wir haben unser Objektiv jetzt erfolgreich adoptiert. Dann sage ich, das war's für heute. Ich zeige euch noch ein paar Bilder und danach nochmal die Endcard. Und sage, bis dann. Dann gehen wir weiter zur Minolta SRT 101. Ich wollte ja schon lange mal eine Minolta haben und damals, als es darum ging, mir meine erste Spiegelreflexkamera zu holen, habe ich auch gedacht, ob ich mir nicht eine Minolta hole. Allerdings waren die damals ziemlich teuer. Für das Exemplar hier habe ich gut 15 Euro bezahlt, was ich ziemlich günstig fand. Allerdings ist leider auch kein original Minolta-Objektiv dabei, sondern ein Tokina RMC. Also die gleiche Serie, die auch bei meinen Canon-Sachen dabei ist. Ein mit 28 mm ziemlich weitwinkliges Objektiv. Vielleicht bekomme ich ja noch ein originales Minolta-Objektiv in die Hände.